Das Schloss Brok, mitten in Vorpommern. Über 40 Jahre dem Verfall preisgegeben. Nachdem verschiedene Eigentümer hier immer wieder scheiterten, gibt es lange Zeit kaum Hoffnung für das Kleinod. Bis zum Jahr 2017, als der Berliner Architekt Stefan Klinkenberg das Schloss mitsamt dem Gutshof und dem Park erwirbt. Dann kamen sie aber zurück und sagten, naja, die anderen, die da alle gewohnt haben, die haben kein Geld. Sind sie denn weiter dabei und machen sie das? Ne? Ja, und so ist es uns hier zugeflogen. Und hat jetzt eben, weil es ja doch eine sehr große Bedeutung hier in der Region hat, dieses Brok auch eine ungeheure Dynamik entwickelt. Klinkenberg freut sich über das Interesse beim Tag der offenen Tür am 12. September. Nach einer anfänglich großen Skepsis der Bevölkerung weiß der Architekt inzwischen, die Menschen für seine Vision zu begeistern. Aus Brok soll ein großes Kultur-, Veranstaltungs- und Tagungszentrum werden, das überregionales Publikum nach Vorpommern holt. Dass die meisten Tagungshäuser, die hier so Angebote machen, in der Region oder sogar in ganz Mecklenburg-Vorpommern, die können 70, 80 Leute unterbringen. Und es gibt eben durchaus einen Bedarf für größere Tagungshäuser, wo eben ab 150 bis 300 Leute untergebracht werden können. Und das wird der Kern der Nutzung hier. Noch ist der Weg dorthin weit, doch erste Erfolge sind bereits zu sehen. Schon 2018 wurde mit Sicherungsarbeiten beim Schloss begonnen. Wichtigste Maßnahme, das Notdach. Rettung in letzter Minute, wie dieses Foto von 2016 zeigt. Allein diese Maßnahme verschlang rund 1 Million Euro. Ohne die Förderung von Bund und Land wäre das Projekt Brok zum Scheitern verurteilt. Gerade erst fertiggestellt wurde die neue Treppe, die den Besuchern erstmals den Gang in das erste Stockwerk ermöglichte und damit auch einen Einblick in den ehemaligen Festsaal. Wie schön der einst aussah, kann man nur noch erahnen. Die Nägel unter der Decke deuten auf die früheren Wandbehänge hin. Das waren alles Textiltapeten, die im Grunde auf die Wände aufgespannt waren. Und dann gab es eben hier so eine kuppelartige Decke, die dann mit floralen Motiven ausgemalt war. Und in der Ecke die zwei Öfen. Und dann fanden eben hier diese Gesellschaftsveranstaltungen statt. Derzeit wird die Sanierung der Gewölbedecke über dem Keller vorbereitet. Außerdem sind abschließende Sicherungsmaßnahmen vorgesehen. Es ist auch unglaublich zu sehen, wie sich das von Jahr zu Jahr entwickelt. Also wir waren ganz zum Anfang mal hier und da waren wir eigentlich der Meinung, aus dieser Ruine kann man nichts machen. Und das ist echt beachtlich, wie das auch für die Zuschauer nach wie vor oder für die Besucher hier nach wie vor so gehandhabt wird, dass man da live dabei sein kann. Das ist Wahnsinn. Wir waren am letzten Mal hier, da wurde uns versprochen, dass die Treppe gemacht wird. Deswegen sind wir heute auch hier, um uns das anzugucken. Und sie wurde gemacht. Versprechen wurde gehalten. Das Schloss wurde in den Jahren 1770 bis 77 als spätbarockes Herrenhaus errichtet für Generalmajor Christian Bogislaw von Linden. Durch dessen Erben Karl von Genskow und den Nachfolgern, den Freiherrn von Seckendorf, wurde Brok zum größten Privatgestüt in Vorpommern. Es existierte bis zur Enteignung des Gutes 1945. In der ehemaligen Reithalle konnten die Besucher am Tag der offenen Tür einen Einblick in die Geschichte der bedeutenden Schlossanlage erhalten. Mitte des 19. Jahrhunderts gab Baumeister Friedrich August Stühler dem Schloss sein heutiges Gesicht. Es wurde im Stil der Castle Gothic umgebaut. Der Park wurde nach Plänen von Lené in einen englischen Landschaftsgarten umgestaltet. Wie das große Gelände künftig für die verschiedensten Veranstaltungen und Beherbergungen nutzbar gemacht werden soll, dafür gibt es bereits genaue Pläne. Doch das Projekt Brok bleibt ein Abenteuer. Wann mit der Fertigstellung zu rechnen ist, das weiß niemand so genau. Aufgeben kommt für Stefan Klinkenberg aber nicht in Frage. Für mich kann es eigentlich nicht schwer genug sein. Ich mache nur nicht Projekte, wo ich keinen Ausgang sehe. Also es muss immer eine Vision geben, die auch am Ende eine Tragfähigkeit hat, sonst fasse ich sowas nicht an. Und das kann ich hier erkennen. Und so wird es hier Stück für Stück weitergehen. Im nächsten Jahr soll das Schloss wieder Fenster erhalten. Danach ist die Fassadensanierung geplant.
Und mit jedem Schritt wächst die Zuversicht, dass das Ensemble um Schloss Brok wieder zum Leben erweckt wird.